Ich versuche als Oberpfälzer mein Bestes. Hallo, Havadiere und Servusle aus der Bloggerzentrale in der nördlichen Oberpfalz. Ihr habt es wahrscheinlich größtenteils mitgekriegt, das Dorffest ist aus meiner Sicht leider nicht nach Königstein gegangen, sondern auf Teuschnitz, das liegt in Franken. Ich werde deswegen aber trotzdem vorbeischauen und da ich ja letztes Jahr ein Special gemacht habe, wenn man sich am Dorffest sag ich mal, orientieren kann oder wenn man weiterkommt, sprachtechnisch, sag ich mal, haben wir gedacht, naja, so was wir es heuer wieder machen, bloß mit Oberpfälzisch wird das jetzt nicht viel bringen. Da kommt ihr ins Spiel und zwar bei Zuschauer. Ich habe mal ein bisschen so umgefragt, größtenteils über Snapchat und habe mich dann bei fränkischen Zuschauern informieren lassen. Hab dann auch Hilfe gefunden und zwar bei der Veri. Die Veri hat mir geholfen, quasi indem sie mir das so vorgesagt hat, was ich sage. Ich versuche als Oberpfälzer mein Bestes, eng als diesen Dialekt so rüberzubringen, wie er sein sollte. Wenn dies nicht ganz zutrifft, dann bitte ich euch, dass mir nicht gleich einen Schädel einschlagt. Zwei, ich komme aus der Oberpfalz, ich kann halt nicht 110%ig fränkisch, aber ich probiere es. Genauso wie ihr, ich habe jetzt ein paar Mal probiert vorher. Und zwar machen wir jetzt da die gleichen Sätze, die wir beim letzten Special auch gehabt haben. Nur halt nicht auf Oberpfälzisch, sondern auf Fränkisch. Los geht's. Als erstes möchte ich mal fragen, wie komme ich zu diesem Fest, wie komme ich da hin? Und da frage ich auf Fränkisch. Wir kommen zu dem Dorffest nach Teuschnitz. Im Fränkischen muss man natürlich beachten, alles mit harten Buchstaben auszusprechen. Das heißt, keine P's, keine T's, das wird alles aus dem T wieder D, aus dem P wieder B. Also, wir kommen da zum Dorffest nach Teuschnitz. Dann eine der wichtigsten Informationen, Nahrungsmittelaufnahme Nummer 1. Wo hat es in der Oberpfalz geheißen? Wo kriege ich in der Oberpfalz? Im Fränkischen schaut das schon wieder ganz anders aus. Im Fränkischen sagen wir dazu, wo kriege ich denn da ein Bier her? Dann natürlich unsere allseits gegenwärtige Regel, ohne Mampf kein Kampf. Ich brauche was zum Essen. Auf Fränkisch, wo kriege ich denn da was zum Futtern her? Wenn ich dann am Schluss so viel getrunken und gegessen habe, dann muss ich natürlich das Ganze auch wieder loswerden und zwar auf den Toiletten. Und da haben wir jetzt einen HVT und sowas wird das im Fränkischen, haben wir gerade schon festgestellt, zum D. Also, wo sind denn da die Toiletten? Also ich tät einmal so, für das, dass ich ein Oberpfälzer bin, ist das Fränkische nicht einmal so schlecht. Wir sehen wir uns auf dem Dorffest in Teuschnitz am nicht am Donnerstag, sondern am Samstag. Ich will vorbeikommen mit zwei, drei Leuten, die dabei sind. Der Reis kann leider nicht kommen, weil der Reis mal Meisterin! Wir werden es eventuell aufgrund eines Termins am Vormittag nicht so ganz hundertprozentig bis um drei schaffen, aber wir werden auf jeden Fall vor Ort sein und schauen, was so los ist. Ich hoffe, dass ich diese Kamera hier mit einnehmen darf und drin auch ein bisschen filmen darf. Aber ich denke, das kriegen wir schon. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen mit meinem total tollen Oberpfälzer-Fränkisch-Mischung da. Also, ich weiß jetzt nicht, also ich kann das nicht so gut, aber so ein bisschen. Ne? Jetzt eine kleine Randinformation: Wenn ihr aus der Nähe kommt und Lust habt, dann kommt doch am Freitag, dem 15. September, nach Whitehouse ins Label. Da ist Folgereparty, Gorsmas für 4,50 Euro. Unter anderem gibt es auch Isamas. Folgere-Team ist Turten anzutreffen, Bütteln machen, Autogramme etc. Und die Blogger-Crew ist in ja, voller Ausdehnung dort. Also da haben glaube ich, 15 Leute von uns auch da. Mehr gibt es eigentlich nicht zum Song. Schaut vorbei auf Facebook, Instagram, Snapchat. Immer vorbei, schaut bei Aria Blogger und Amazing Race. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben oder treibt es was ich was. Schaut mal auf der Seite vorbei und 3 vorbei. Da gibt es auch ein paar lustige Informationen zu mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das Bayerisch für Anfänger. Servus, das war der Bavaria Blogger. Satz freundlich!